Vor einem Jahrhundert öffnete ein Archäologe im Tal der Könige in Ägypten das Grab eines Königs. Er stieß auf einen der größten Schätze der Menschheit. Nichts konnte damals das Grab des Tutanchamun übertreffen. Die Grabkammer war über 3000 Jahre alt. In der Kammer befanden sich einige der eindrucksvollsten Kunstwerke der Geschichte. Doch innerhalb weniger Monate starben die Männer, die die Grabstätte betreten hatten. Die Medien verbreiteten erste Geschichten zum Fluch des Tutanchamun. Und so nahm die Legende ihren Lauf. Wird die moderne Wissenschaft endlich mit der Legende über den Fluch des Tutanchamun aufräumen?